Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht kurz ums Thema Vater Unser. In den letzten Tagen gab es immer wieder mal Fragen dazu, was mit dem Vater Unser ist, ob der Text verändert worden ist, ob es falsch übersetzt wurde. Das sind immer so die Fragen, die man da hat und die Vermutungen. Aber es ist eigentlich so, das Vater Unser ist nicht verändert worden. Das Vater Unser hat eine ganz bestimmte Bibelstelle, die oft angezweifelt wird oder an der man eine ganz andere Interpretation irgendwo haben möchte. Und das ist die Stelle, wo steht, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und da sagen viele, ja gut, Gott führt uns nicht in Versuchung, deswegen muss das anders übersetzt werden. Da steht, und führe uns in der Versuchung. Aber wenn ihr den Text euch anschaut, und ich blende den hier mal kurz ein, dann seht ihr hier deutlich, dass hier das Wörtlein nicht steht. Ja? Führe uns nicht in Versuchung. Und da steht nicht, führe uns in der Versuchung. Man kann diese Übersetzung also nicht wählen und man darf die Bedeutung auch nicht ändern. Viele sagen aber, das widerspricht dem, was der Jakobus sagt, weil Jakobus sagt, dass Gott niemanden versucht zur Sünde, sondern dass jeder von seiner eigenen Lust und Begierde gereizt wird und die Sünde dann irgendwann daraus auch entsteht, auch die sündige Tat, dass Gott aber niemanden zum Sündigen versucht oder verleitet. Ich staune da eigentlich drüber, dass Pastoren, ich habe das selber auch schon live gehört, ist schon einige Jahre her, aber habe das live in der Predigt auch gehört, dass jemand sagt, führe uns in der Versuchung. Da war ich sehr erstaunt drüber, ja, haben wir auch ein kurzes Gespräch gehabt. Aber ich staune darüber, dass man das Wort so schnell verlässt, um Vernunftsgründe da in den Vordergrund zu schieben und die Bibel umzudeuten. Und zwar so umzudeuten, dass sie dem Wort Gottes da schon, das Wort Gottes schon verlässt. Ja, und ganze Wörter da rausnimmt. Da staune ich drüber. Das darf man doch nicht tun. Ja? Wieso machen die das? Alle Bibelübersetzungen führen uns nicht in Versuchung. Ja? Vielleicht gibt es die eine oder andere, vielleicht gräbt noch irgendjemand irgendwo eine aus, wahrscheinlich eine neuere Übersetzung oder eine Übertragung, wie auch immer. Ich kenne keine, ich kenne einige Bibelübersetzungen, ich kenne keine, wo es anders übersetzt worden wäre. Es geht auch nicht anders zu übersetzen, weil dieses griechische Wörtlein nicht ist halt im Text vorhanden. Und das kann man nicht weglassen, weil sich sonst die Bedeutung ja umkehrt. Ja? Nicht ist ja eine Verneinung, eine Negierung. Und wenn man die rauslässt, dann entsteht genau der gegenteilige Sinn. Wo kommt das her und wieso ist das so? Ich glaube, dass, ich sag mal einfach, ich fange mal mit dem Vater Unser an. Jesus lehrt die Jünger zu beten. Die Jünger haben gesagt, lehr uns beten, Herr. Und dann lehrt Jesus die Jünger zu beten. Und er gibt ihnen ein Herzensgebet. Das Herz eines Kindes, das zum Vater ruft. Vater unser, der du bist im Himmel. Das ist keine theologische Lehrstunde. Jesus sagt nämlich, bete zum Vater aus dem Herzen heraus und nicht aus dem Kopf, machen heute aber viele Christen und viele lesen auch diese Bibelstellen, Vater Unser und Jakobus, nur mit dem Kopf. Wenn aber jemand mal in wirklicher Anfechtung gestanden ist, in wirklicher Versuchung, der schreit zum Himmel und sein Herz schreit auch und sagt, führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Das ist keine theologische Anleitung. Sondern die Jünger sagen zu Jesus, lehr uns beten. Und Jesus sagt, bete zu Gott, wie ihr den Vater im Himmel anruft. Euren Papa, Abba, lieber Vater. Ja? Das ist ein Kosewort. Das heißt, dieses Vater Unser ist natürlich schon in unserem christlichen Umfeld so eine Gebetsformel geworden, die man so runterbringt. Leiert, im Volksmund sagt man ja, runterbetet. Aber dieses Gebet ist ein Herzensgebet, was ein angefochtenes Kind Gottes, das in großer Not ist, schreien darf, selbst wenn es theologisch falsch ist. Das will Jesus sagen. Und an
dieser Art einer warmherzigen Auslegung des Wortes Gottes scheitern die Schriftgelehrten, weil die euch nur Schriftgelehrtheiten weitergeben, weil sie selber vielleicht nie in der Situation gewesen sind. Die haben das alles studiert, die haben das gelernt, die kennen die Auslegungen, die Bücher dazu und all die ganzen Dinge, aber die haben das nicht gegessen, die haben das nicht geschmeckt, die haben das nicht runtergeschluckt, die haben das auch nicht verdauen müssen. Ja, das, was sie predigen, haben sie selber nicht durchlebt, vielfach. Ja? Und deswegen kommt man zu einer Schriftgelehrtheit und zu einer Art, wo man sagt, Jakobus kann ja dem Vater Unser nicht widersprechen oder dem Vater Unser nicht dem Jakobus. Also ändern wir mal die Worte Jesu, so wie er die gesagt hat. Da staune ich schon drüber. Das ist schon heftig, ja. Dann ändern wir mal, man hätte auch die Jakobusworte ändern können, ja. Macht man aber nicht, weil der ganze Text zusammen, die ganze Passage hängt halt damit zusammen. Und die ist uns auch viel näher, ist viel vernünftiger. Die trifft auch den irdischen Menschen, den irdisch gesinnten Menschen viel besser. Das kann er gut verstehen, was Jakobus schreibt, ja, weil das den Wandel angeht, den irdischen Menschen. Und dann muss die Lehrstunde Jesu muss halt falsch sein, ja. Falsch übersetzt oder Jesus hat das vielleicht auch anders gemeint. Ich bin ein bisschen zynisch, ja. Ihr nehmt mir das nicht übel, aber ich finde, das ist absolut verboten, die Bibel so abzuändern, die Bedeutung so abzuändern, ist absolut verboten. Das Wort Gottes, das muss man stehen lassen. Und da reiben wir uns dann, da reibt sich auch unsere Vernunft dran. Das Wort Gottes ist nicht vernünftig, das Wort Gottes ist übervernünftig. Das liegt oberhalb unserer Vernunft. Das Wort Gottes ist geistlich. Und an diesen geistlichen Aussagen, da reibt sich unsere Vernunft, da reibt sich unsere Moral, da reibt sich unser Gerechtigkeitsgefühl. Ja, dass zum Beispiel jemandem, der nur glaubt, alle Sünden vergeben sein sollen. Ja, das mag der alte Mensch nicht hören. Der muss tiefe Buße tun, der muss sich das erst verdienen. Ja? So wie man im Arbeitsleben sich auch Vertrauen verdienen muss, erdienen muss, so geht es vor Gott auch. Ja? Als ob der Mensch vor Gott was tun könnte. Und dieser irdisch gesinnte Sinn, der geht dann an solche Verse ran. Und vielleicht im guten Willen, in guter Absicht, wie Petrus auch zu Jesus sagt, das widerfahre dir nur nicht, ja. In guter Absicht versucht man, die Bibel irgendwie zu harmonisieren und anzupassen und dann macht man solche kapitalen Fehler und verschluckt da so ein ganzes Wort und legt komplett einen neuen Sinn rein, verunsichert die Hörer in einem zentralen Gebet der Christenheit. Das ist stark, ja? Das ist stark falsch, ja? Das ist nicht stark richtig, das ist stark falsch. Das darf man nicht tun. Der Schlüssel dafür ist, dass Jesus auf die Bitte der Jünger antwortet und sagt, weil die Jünger sagen, Herr, lehr uns beten, dann gibt er ihnen Gleichnisse dafür, ja, das Gleichnis vom ungerechten Richter und dann versetzt er sie in die Situation von jemandem, der gibt, dann versetzt er sie gedanklich in die Situation von jemandem, der bittet, dann sagt er, wenn ein Kind seinen Vater bittet um einen Fisch, dann wird er dem Kind auch keine Schlange geben. Und wenn er bittet um Brot, dann wird er dem Kind auch keinen Stein geben. Ja? Das heißt, er nimmt sie mit in die verschiedenen Positionen, wenn jemand geben soll oder wenn jemand bittet jemand anderen und empfängt und gibt ihnen eine sehr schöne Lehrstunde dann. Und als Abschluss, als krönenden Abschluss gibt er ihnen dieses Vater, unser lieber Vater im Himmel. Und da schreit ein Glaubensherz. Da schreit ein Glaubensherz theologisch wegen mir vollkommen falsch und das ist Jesus vollkommen egal, weil der nicht auf theologische Richtigkeiten sieht, sondern der schaut das Herz an. Ja? Und so ein Gebet hat Jesus den Jüngern gegeben. Und deswegen glauben Leute, die sich am Buchstaben halten, die Schriftgelehrtheiten weitergeben, die vielleicht so einen Schrei zu Gott noch nicht selbst getan haben, dass dann Widerspruch sei und dass man den entsprechend abändern müsste und verschlimmbessern alles, ja, und sorgen für Unruhe und für Dissonanzen und für ein schwindendes Vertrauen in die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes und machen damit eigentlich alles kaputt, was Jesus sehr liebevoll aufgebaut hat und den Jüngern und uns gegeben hat, ja. Soweit mal meine Gedanken dazu zum Vater Unser. Gott ist ein Gott, der das Herz ansieht, ja, und nicht die theologischen Kenntnisse, die wir haben, große Erkenntnisse, großes Wissen, das spielt vor Gott keine Rolle, denn sonst würden ja erste
nicht Letzte sein und Letzte nicht Erste. Ja? Das ist bei Gott aber so. Gott sei Dank. Ja? Soweit mal meine kurzen Gedanken zum Vater unser. Lest es mal nach, prüft es mal nach, schaut euch mal die Texte an, vertraut ins Wort Gottes. Das Wort Gottes ist wahr und das ist so wahr, wie es da steht. Da muss man nicht dran drehen und nichts dran ändern. Man darf in den Grundtext gehen, man darf den Grundtext auch anschauen, man darf die verschiedenen Bedeutungen der Worte auch anschauen, die Bedeutungsbreite, die die Worte haben. Aber in dieser Bedeutungsbreite muss man dann auch bleiben und zum Schluss muss Gott ohnehin durch seinen Geist sein Wort uns offenbaren, sonst verstehen wir es ohnehin nicht. Ja? So mal meine ganz kurzen Worte zum Vater unser. Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen, bleibt gesund und bis bald.